Heute gibt es für euch sogar zwei Ausschussreports. Das hier ist der erste. Ich war nämlich am Vormittag im Verkehrsausschuss zu Gast, wo ich stellvertretendes Mitglied bin und wo es nicht nur um Verkehr, sondern auch um digitale Infrastrukturen geht. Das Thema heute: ISDN-Abschaltung. ISDN, ein paar von euch kennen das vielleicht, ist eine relativ in die Jahre gekommene Technologie, mit der man sowohl telefonieren kann, aber auch, wenn auch relativ langsam, ins Internet kommen. Diese Technologie wird von der Deutschen Telekom abgeschaltet. Kann man verstehen, weil sie wollen jetzt alles auf Internetprotokoll umstellen und das geht halt nicht mit ISDN. Das Problem ist aber, dass es eine Universaldienstverpflichtung gibt. Das heißt, die Deutsche Telekom, weil sie ein großes, fast Monopolunternehmen ist, hat eine Verpflichtung, jedem Mensch in Deutschland einen Telefondienst bereitzustellen und einen sogenannten funktionalen Internetzugang. Kein Schwein weiß, was ein funktionaler Internetzugang eigentlich ist, also wie viel Geschwindigkeit und Bandbreite er bieten soll. Aber es muss ein Internetzugang sein. Und da liegt auch schon das Problem, denn es werden auch ISDN-Anschlüsse abgeschaltet in ländlichen Regionen, in denen es gar keine Alternativen gibt. Die Deutsche Telekom verschickt zwar Flyer mit Werbeangeboten für alternative Angebote, wie zum Beispiel Internetzugang über LTE, aber da gibt es gar kein LTE. Oder aber sie schickt Internetangebote, die über Vectoring abgedeckt werden sollen, erzählen dann interessierten Kunden aber, dass es leider aufgrund der Entfernung zum nächsten Vectoring-Standort nur eine begrenzte Anzahl Kunden gibt, dem man die Mindestgeschwindigkeit dieses Vertrages auch zusichern kann und die ist halt dann schon erfüllt. Man kann es also nicht kriegen. Diese Menschen haben gar kein Internet und damit auch keine erfüllte Universaldienste. Die Bundesnetzagentur wiederum hat der Bundesregierung, wie sie uns heute im Ausschuss erklärte, versichert, der Universaldienst wäre eingehalten und deshalb gäbe es keinen Handlungsbedarf. Sie würde ihrerseits aber da, wo Probleme auftauchen, mit der Deutschen Telekom auch reden und Druck ausüben. Wie viele betroffen sind, das weiß sie aber gar nicht. Das haben wir nämlich abgefragt. Ja, und so war dann der Stand der Dinge im Ausschuss. Ich habe dann den Staatssekretär, der das alles wiedergab, es gibt kein Problem, Universaldienst wird eingehalten, gefragt, wie er das eigentlich den Leuten erklärt, denn es ist kein Universaldienst, wenn ich gar kein Internet habe. Das hat er jetzt nochmal mitgenommen. Ich hoffe, er wird sich darum kümmern. Ich würde sagen, man muss verlangen von der Deutschen Telekom, und da ist immerhin der größte Einzelaktionär die Bundesregierung selber, dass erst dann ISDN-Anschlüsse abgeschaltet werden, wenn es eine Alternative gibt. Das ist hoffentlich bald und damit tschüss. Vom Ausschussreport heute aus dem Verkehrsausschuss. Und wenn ihr noch vom Ausschuss Digitale Agenda was hören wollt, dann klickt euch in den nächsten Ausschussreport. Und tschüss.